My name is Leanna, and we're going to talk about the real work of real apostleship today. Mein Name ist Leanna, und heute werden wir sprechen über das Werk von wahren Aposteln heute. Now, we don't have to be afraid of this word apostle, because what the Bible really means when we hear that word is it really means one who is sent to represent the king. Wir brauchen uns vor dem Wort Apostel nicht fürchten, denn wenn die Bibel dieses Wort gebraucht, meint sie jemand, der gesandt ist, um den König zu repräsentieren. People who walk in the apostolic anointing are people who are visionaries looking for how we can bring God's love and healing into new territories. Menschen, die die apostolische Salbung tragen, sind solche, die Visionäre sind und die schauen, wie sie also Gottes Autorität und Gegenwart in ihres Gebiet hineinbringen können. That's the first characteristic of an apostle. Das ist die erste Eigenschaft eines Apostels. The second characteristic. Das zweite Merkmal. Is someone who is a servant in heart. Ist jemand, der im Herzen ein Diener ist. And is always trying to lift other people up and train others into the ministry. Immer versucht, andere Menschen aufzurichten und sie auch in den Dienst hineinzuführen. And you can be a church apostle, you can be a business apostle. Und da kannst du ein Gemeindeapostel sein oder auch ein Business Apostel. Some people start businesses and they do it as a kingdom business to glorify God. Manche Menschen beginnen ein Unternehmen, machen das für das Reich Gottes, um Gott zu ehren. And then they raise up others to start businesses. Und dann richten sie andere auf, damit auch die ein Business starten. Maybe you're a business apostle. Vielleicht bist du ein Business Apostel. And we don't have to use the term if it bothers people. We just can say apostolic gifting. Und wir brauchen den Begriff ja so nicht verwenden, wenn es die Menschen stört. Wir können einfach von apostolischer Begabung sprechen. So I have an apostolic gifting. Ich habe eine apostolische Begabung. And it is so exciting to be on the cutting edge and the front edge with God in pioneering things. Und es ist so eine Freude, ganz vorne mit Gott vorn anzustehen, um Dinge zu pionieren. The Lord uses me to bring transformation into countries and regions that have very serious problems. Der Herr gebraucht mich, damit ich Transformation bringe an Orte und Regionen, die ernste Probleme aufweisen. I'm going to tell you a couple stories real quick, but these you want to know that these can apply to you wherever you are too. Und ich werde euch schnell ein paar Stories dazu erzählen, aber ihr sollt wissen, das also hat Anwendung auf euch, da wo ihr seid. So one of the projects we did, we found these communities. Ein Projekt, das wir durchgeführt haben, war, wir haben Communities gestartet. There was so much alcoholism. Da war so viel Alkoholismus. So many children were not going to school. Viele Kinder gingen nicht in die Schule. There was domestic abuse. Und es gab Missbrauch so in den much Häusern. Poverty. So viel Armut. And we were able to come and we went to the village chief and we said, hey, can we help you by teaching you the principles of the Bible? Und als wir also in diese Gegend kamen, gingen wir hin zu dem Ältesten des Dorfes, haben gesagt, können wir euch helfen, indem wir die Prinzipien der Bibel unterrichten? And first they said, well, aren't you just going to give us some free food? And we're like, no, we're not. That won't really help you. Und anfangs haben die gesagt, na, werdet ihr uns nicht einfach erstmal was kostenlos zu essen geben? Und dann haben wir gesagt, nein, so fangen wir nicht an. Das alleine hilft euch nicht. Real apostolic work creates economics. It builds sustainability. Und wahres apostolisches Werk wird natürlich es hervorbringen, dass Menschen davon leben können. So pretty soon the whole village decided we're gonna do this. Und ganz schnell hat das Dorf sich entschieden, das werden wir mitmachen. So we trained a few volunteers and then they trained the rest of the village in some key biblical principles that they needed to steward their money and to lead their family better. Und so trainierten wir also erst ein paar Einzelne und die dann den Rest des Dorfes, um denen beizubringen, wie sie umgehen könnten mit dem Geld und wie sie mit den Menschen arbeiten können. And it wasn't after several months of them working and learning and discovering, learning their identity. Und erst nach mehreren Monaten, wo sie also lernten und hörten und mit sich arbeiten ließen und von ihrer Identität erfuhren, they started to give up the alcohol. Dann erst begannen sie, den Alkohol aufzugeben. The fathers started to go back to work. Die Väter gingen wieder zur Arbeit. They were able to, we taught them how to start little gardens, so there was no more malnutrition. Und wir konnten ihnen zeigen, wie sie kleine Gärten gründen konnten, dass es keine schlechte Ernährung mehr gäbe. Kinder begannen wieder zur Schule zu gehen. And the whole village changed. Und das ganze Dorf änderte sich. And they completely came out of poverty. Und sie sind ganz raus aus Armut and that gelangt. Became one of the model villages of that region. Und das wurde zu einem Modelldorf in der and then Region. We did that in many more villages. Und das haben sie in vielen weiteren Dörfern gemacht. So we took a situation that looked hopeless, wir nahmen also eine Situation, die hoffnungslos aussah, brought the principles of God's love into that. Und brachten
brachten die Prinzipien der Liebe Gottes dort hinein. And it transformed the whole community. Und das hat die gesamte Gesellschaft dort verändert. What is the problem in your community? Und wo liegt das Problem in deiner Umgebung? Maybe God wants you to say, how can I be a solutionist? Vielleicht möchte ja Gott, dass du sagst, wie kann ich ein Lösungsträger sein? He wants you to bring a little bit of heaven into earth. Er möchte, dass du ein Stück des Himmels in die Erde bringst. See, when Jesus taught us to pray. Als Jesus uns beibrachte zu beten. He said, pray our Father who art in heaven. Sagte er, unser Vater, der du in dem Himmel bist. And the next thing he said isn't give us our this day our daily bread, that come later. Und er sagt nicht als nächstes, gib uns unser tägliches Brot heute, das kommt erst später. And most of the time we live our lives like, oh Father, Father, give us our daily bread. No, that's not what's coming. Next. Meistens leben wir so, dass wir sagen, oh Vater, 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 gib uns heute das, was wir brauchen. Aber nein, so läuft es nicht. Our Father in who art in heaven, thy kingdom come on earth. Unser Vater, der du bist in den Himmel, dein Reich komme auf die Erde. See? And so that's apostolic, is whatever you do to bring a little bit of heaven into earth. Das ist apostolisch, immer wenn du etwas vom Himmel auf die Erde bringst. During the COVID pandemic, während der Corona-Pandemie, we were sending aid to so many countries. Haben wir in viele Länder Hilfe senden können. My organization WIN, we ignite nations, mit meiner Organisation WIN, wir entzünden Nationen, was helping so many people that were otherwise going to starve. Wir haben vielen Menschen helfen können, die sonst verhungert wären. But one of our nations, I had not heard from our native leader there. Und bei einem Land, da hatte ich aber nichts gehört von dem landeseigenen Führer dort. I reached out, I said, hey brother, what's going on? Und ich habe dann mich dort gemeldet, habe gesagt, hey Bruder, was ist bei euch? Oh, we are hungry, oh, but don't send any free food. Wir sind hungrig, aber sendet uns kein kostenloses Essen. I said, oh, how can we help you? Ich sagte, oh, wie können wir euch denn helfen? He said, we want to start a business. Er sagte, wir möchten ein Business starten. And then he told me something amazing. Und dann hat er mir was Geniales gesagt. In this little country, in diesem kleinen Land, the people love to eat all kinds of meat. Lieben die Menschen ist jede Art Fleisch zu essen. But their religion forbids them to kill an animal. Aber ihre Religion verbietet ihnen, ein Tier zu töten. So they would always import their meat. Und daher haben die immer alles Fleisch importiert. COVID pandemic has closed the borders. Und die Corona-Pandemie hatte die Grenzen verschlossen. They can't get any meat. Und sie bekamen alle kein Fleisch. So the whole country was going hungry for meat. Und das ganze Land hungerte nach etwas Fleisch. So we started a poultry farm. Und dann haben wir mit einer Geflügelfarm begonnen. And within 6 months we produced 9 tons of chicken meat. Und dann in 6 Monaten haben wir 9 Tonnen Hühnerfleisch produziert. The government, produziert. Which traditionally had persecuted Christians, und die Regierung, die eigentlich traditionell die Christen verfolgte, they were so happy somebody's producing some meat inside haben our country. Sich so gefreut, dass endlich jemand bei uns im Land etwas Fleisch produziert. They sent the trucks and bought our chickens. Und sie haben Lastwagen geschickt und bei uns die Hühnchen and abgekauft. We fed the whole city. Und wir konnten der ganzen Stadt etwas and essen the geben. The government made an example of our farm and said to the nation, let's do more chicken farms. Die Regierung hat also unsere Farm als Beispiel hingestellt, hat zur Nation gesagt, lass uns mehr Hühnerfarmen machen. And now the Christians have favor in that country. Und jetzt haben die Christen Gunst in dem Land. Because we allowed the prophetic word of God to show us a solution to a problem. Weil wir dem prophetischen Wort Gottes erlauben, uns eine Lösung zu zeigen für ein Problem. We allow the love of Jesus. Wir gestatten der Liebe Jesu. To use us to solve a problem. Uns zu gebrauchen, um ein Problem zu lösen. And now, guess what? The people's hearts are more open to the Lord. Und du kannst es dir nicht vorstellen, wie offen die Herzen der Menschen jetzt für den Herrn sind. We are helping the nation to prosper. Und wir helfen der Nation im Wachstum. And we're generating funds that is going to help more, so many more people in that country. Und es entstehen Gelder, die dann den Menschen helfen werden dort in diesem Land. You can be a solutionist as well. Auch du kannst ein Lösungsträger sein. The apostolic anointing. Die apostolische Salbung. Is an anointing to find the solutions. Ist eine Salbung, um die Lösung zu finden. And to bring the hope of Christ. Und die Hoffnung Christi, damit sie gebracht wird. Into places where it isn't yet. An Orte, wo sie noch nicht ist. To find the strategy and receive the prophetic word. Um die Strategie zu finden, dafür empfange das prophetische Wort. And then to raise up a team. Und dann ein Team aufzurichten. And to multiply God's love and goodness into your land. Und die Liebe und Güte Gottes dann in euer Land hinein zu vervielfältigen. Maybe the Lord is raising you up. Vielleicht richtet der Herr dich auf. As an apostolic hands and feet of Jesus. Als apostolische Hände und Füße von Jesus. Bringing his love to Germany. Die seine Liebe nach Deutschland bringt. Go do it. Komm, geh hin und mach es.